Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch wirklich die simpelste Methode vor, wie ihr richtig leicht an Münzen kommt. Ihr braucht dafür kein großes Budget. Ihr braucht dafür nur ein paar 500, 600 Münzen und dann könnt ihr auch schon direkt loslegen. Wir fangen an. Also Freunde, ihr könnt hier schon sehen auf meiner Liste, ich habe hier sehr viele Spieler verkauft. Das war gestern Abend. Da habe ich ein bisschen getradet. Habe da ungefähr in einer Stunde 40.000 Münzen gemacht. Und diese Münzen investiere ich dann weiter. Ihr seht hier schon auf der Liste. Ich habe ganz viele Metaspieler, unter anderem auch ein paar Man City Spieler, ein paar Spieler, die ins Team of the Week kommen. Und ja, Freunde, darum soll es aber nicht gehen. Heute geht es um die einfachste Methode, wie ihr ganz leicht an Münzen kommt. Ihr braucht für diese Methode gar nicht groß viel Münzen, einfach nur 1000 Münzen, dann könnt ihr eigentlich direkt schon loslegen. Wie gesagt, ich habe mit dieser Methode gestern Abend in einer Stunde ungefähr 40.000 Münzen gemacht. Wenn ihr das 2-3 Stunden macht, habt ihr locker eure 100.000 Münzen. Und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Bevor wir mit den Trading-Tipps beginnen, könnt ihr auch gerne auf meinem Twitch vorbeischauen. Ich streame da jeden Tag und trade auch unter anderem im Stream. Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne auch in den Chat rein. Und Freitag zum offiziellen Release von FIFA wird es ein 12-Stunden-Stream geben, es wird Giveaways geben, wir spielen Drafts, machen Packs auf Traden, SBCs, es gibt alles Mögliche, deswegen folgt gerne auf Twitch rein, um nichts zu verpassen. Also Freunde, ihr seht hier schon, ich habe hier mir ein paar Spieler erboten, Non-Rare, Argentinien, Brasilien, auf jeden Fall liegen die für SBCs gebraucht werden. Und ihr seht hier, ich habe Cabral hier für ungefähr 500 Münzen im Schnitt erboten. Victor Hugo hier für ungefähr 950 Münzen. Und wir schauen uns mal an, was Victor Hugo gerade kostet. Wie gesagt, ich habe den für 950 Münzen erboten. Er geht mittlerweile schon für 1500 Münzen weg. Hier 55 Minuten, 1500. Heißt, wir haben pro Karte 500 Münzen Gewinn. Dasselbe gilt auch für Cabral. Der geht mittlerweile nicht mal mehr für 850 Münzen, sondern nur noch ab 900. Ihr seht sich schon, 900 gibt es gar nicht mehr so viele. Und wieso das Ganze klappt und mit welchen Spielern, das erkläre ich euch jetzt. Also Freunde, für diese Methode gehen wir auf Footbin. Wir gehen zu den SBCs, schauen uns dort eine Grundlagen-SBC an. Beispielsweise die Hybrid-Ligen-SBC. Gehen dann auf die letzte, auf Completed Challenges und gucken uns hier mal an, welche Spieler benötigt werden. Guckt euch immer die Challenges an, die ganz oben stehen, weil die werden am häufigsten benutzt. Und dann sehen wir hier schon, das ist ein Brasilien-Squad. Wir haben 3 Non-Rares in der Startelf. Wir schauen uns mal den Preisverlauf von Pedrinho an. Und wir sehen hier ganz gut am Beispiel von gestern, morgens um 10 Uhr bei 1500 Münzen und dann 13 Uhr, da wo die meisten, wo viele Leute zocken, beispielsweise die von der Schule kommen, 3600. Das liegt halt daran, dass Leute SBCs machen um diese Uhrzeit und wenn keine SBCs gemacht werden, wird dieser Spieler auch nicht gebraucht. Deswegen, Freunde, kauft diese Spieler dann, wenn sehr wenig Leute zocken, am besten vormittags und dann zur Primetime, entweder nachmittags so gegen 13, 14 Uhr oder abends gegen 20, 21 Uhr. Guckt ihr dann nochmal den Preis von denen an und ihr werdet sehen, dass der Preis extrem hoch geschossen ist. Nehmen wir mal an, ihr habt Pedrinho für 1500 Coins gekauft, 10 Mal. Verkauft ihn dann ein paar Stunden später für 3500. Dann habt ihr 20.000 Münzen Gewinn und das nur mit 10 Spielern. Also wie gesagt, Freunde, diese Methode ist wirklich sehr einfach. Die kann jeder von euch nachmachen. Sucht euch, wie gesagt, Spieler auch von Footbin raus. Wir können es genauso mit Ivo machen. Kostet auch gerade 1500 Münzen. Wir schauen mal seinen Preisverlauf gestern an. Genau dasselbe Spiel. Vormittags 1200 Münzen ungefähr. Und dann gegen Mittag 5000 Münzen. Also diese Methode ist wirklich idiotensicher, Freunde. Aber ihr müsst hier ganz, ganz dringend aufpassen. Die Spieler müsst ihr dann sofort verkaufen zur Primetime. Weil ihr seht hier schon am Graphen. Wartet hier nur 20, 30 Minuten länger. Dann sinkt der Spieler schon sehr extrem ab. Und wenn ihr mal die Primetime verpasst hat, zum Beispiel 13 Uhr, dann verkauft nicht panisch, sondern wartet bis zur nächsten Primetime. Heißt, bis 15 Uhr, bis 18 Uhr, bis 21 Uhr. Checkt immer mal am Handy auf Footbin die Preise ab, wie es gerade um den Spieler steht. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wir gucken uns nochmal ein letztes und drittes Beispiel an. Ayeton. Ihr seht, 1100 Münzen kostet er gerade. Wir schauen uns den Preisverlauf gestern an. Er hat auch ungefähr 1100 Münzen um den Tag herum gekostet. Und dann 13 Uhr 3000 Münzen. Ja, Freunde, ihr seht hier, ich habe das gestern eine Stunde lang gemacht. Mit ein paar anderen Spielern. Versucht immer mal die Spieler zu wechseln, wenn es gerade nicht klappt. Und so macht ihr locker eure 100.000 Münzen am Tag. Und die könnt ihr dann in noch bessere Spieler investieren. Ja, Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Trading-Tipps wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Guckt auch gerne im Livestream vorbei. Wie gesagt, Freitag 12-Stunden-Stream. Abonniert auch gerne diesen YouTube-Kanal. Lasst mir ein Like da. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt. Dann würde ich sagen, hören wir uns heute Abend wieder im Livestream. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.